eigentlich eher der Strandtyp, aber heute sind wir in Bergisch Gladbach bei Active Body und hier gibt es eine Eissauna, die wird bis zu minus 196 Grad kalt und die teste ich jetzt mal. Also ich gehe da jetzt in Unterwäsche rein, muss aber Handschuhe und Schuhe anziehen. Warum? Zunächst einmal in den Händen und in den Füßen hast du ganz viele Nervenbahnen, die für den Tastsinn verantwortlich sind. Und deswegen ziehst du Handschuhe und Schuhe an. Damit erreichen wir die Effekte in der Eissauna zur Regeneration der Muskulatur, dass das Blut viel deutlich häufiger in der kurzen Zeit am Lungenkreislauf vorbeiläuft und dadurch mehr Sauerstoff aufnehmen kann, was wiederum dann gut zur Muskelregeneration ist. Oder eben auch, wenn man Kalorien verbrennen möchte. Natürlich auch alle Patienten, die Beschwerden haben, sei es chronische Art mit Rückenbeschwerden, Rheuma oder ähnlichem, da kann die Anwendung von Kälte ja auch in medizinischen Einrichtungen therapeutisch wirksam genutzt werden. Natürlich kalt, ich hätte es mir aber noch kälter vorgestellt. Jetzt die letzte Minute, die war schon knackig, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, so gerade die letzten Sekunden, als würde ich in eine kalte Dusche gehen und müsste erstmal so einmal irgendwie tief einatmen, weil es so ein bisschen so ein Schock dann irgendwann war. Aber sonst war es eigentlich angenehm, so die Arme waren sehr kalt, die Beine, so den Po habe ich gar nicht mehr gemerkt und Hände und Füße waren natürlich schön warm.